Hallo und willkommen zurück zu Dead State. Wir sind immer noch in den Austin Outskirts und legen jetzt erstmal wieder Zeug weg. Da muss ich aber gleich nochmal neue Rüstung holen. Also anziehen. Denn da wird es nochmal Kämpfchen geben. Lululul. 1142 Gewicht haben wir da angesammelt. Tactical West Advanced. Aber das hier brauchte man, glaube ich. Für Shelter. Tactical West Advanced. Ja. Das kann man auch nicht wirklich bauen. Die müssen wir auf jeden Fall später mitnehmen, bevor ich das vergesse. Das war jetzt was anderes, das ist SWAT Gear. Tactical West Advanced. Tactical West. Ah, okay, schön. Motocross Armor. Die ist so gar nicht mal so gut. 8, wiegt aber 15. Tactical West Advanced ist genauso gut. Die SWAT-Dinger sind eigentlich noch besser. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das dann mal Abtransport mache. Jetzt sind wir erstmal wieder hier rüber. Denn noch drei Schuss, drei. Ja, es reicht aber. Dann gehen wir in das obere Stockwerk. Ich muss mal gerade hier noch Notizen machen. So. Wir gehen also jetzt nach Upstairs.
wo wir nochmal einen ganzen Level haben und nochmal nach Upstairs gehen können. Okay, dann bringen wir erstmal alle um. Denn das ist es, was wir tun. Oh. Aha. Zup. Hätte der besser vorher schon gemacht. Aber der hat auch so 111 Schaden gemacht, das passt schon. Steht etwas ungünstig. Da kann man gar nicht hin, okay. So. Schön, dann kann der auch direkt ballern. Und damit blockiert er den Weg. Help me! Komm, lass mal auf den nächsten kommen. Der hat nur noch einen Schuss. Oh, Sharpshooter. Weg. Quatsch. Okay. Der hat keine Ammo mehr. Und weg mit dir. Flup. Der braucht eine neue Waffe. Der braucht Ammo. Und Heal. Thank you.
Schön. Ja gut, wir müssen ja sowieso wieder abtransportieren, aber erstmal wollte ich hier gucken. Unloads. Immer wieder genug Rüstung, genau. Ammo. Und dem Vic können wir eigentlich. Na, das ist Munitionsverschwendung. Da muss ich gleich draußen mal schauen, wie viele. Wo wir dann auch Munition haben. Dann loote ich jetzt hier einfach mal alles wieder clean. Ich denke mal, viel mehr sind hier ja auch nicht. So. Nicht mehr. Ja. Ach, der war mit 70 voll. Damit haben wir da auch alles von denen. Da müssen wir gleich noch. Da können wir jetzt erstmal reingehen, einmal rüberlaufen. Mini-Fridge. Wie viel hat der noch? Der ist komplett voll. Der ist auch jetzt schon wieder voll. Dann kann ich im Grunde dann nach dieser Ebene schon wieder raus. Und Krams weglegen. Da haben wir sicher wieder Computer. Oh ja, ganz viel zum Hacken dann wieder. Locked. Aha.
können wir denn da looten? Okay. Dann müssen wir jetzt irgendwas wieder loswerden. Ja, passt. Messerchen. Kanone wegwerfen. So. Ja. Passt schon. Dann können wir auch... Können wir auch erstmal wieder raus, abladen und dann wieder zurück. Das Ding ist auch ein bisschen größer als notwendig. Also wenn das danach noch eine Ebene hochgeht, dann... Meh. So, der hatte das Problem, dass er keine Ammo mehr hat. Muss ich definitiv noch mindestens einmal hin. So viele gute Sachen. 14 Laptops. Der braucht braucht Ammo. Die Munition haben wir natürlich hier nicht, aber... Wir könnten erstmal so eine Waffe nehmen. Nehmen wir mal ein paar gerade. Oder nehmen wir einfach mal gerade alle, die ich da finden kann. Die Munition drin haben. So, alles unloaden. Wobei, eine kann er direkt nehmen. Unload. Wobei, die nimmt er nicht. Auch immer 15 drin. Ja, das sollte reichen. Die kann er direkt noch übergeben. Oder haben wir da sogar noch lose Munition irgendwo rumliegen? Oh, da haben wir noch eine Sniper-Rifle. Auch schön. Aber die hat halt das Problem, dass die für Normalsterbliche einfach 6 Punkte zum Schießen sind zu viel. Aber die Ammo können wir brauchen. 14 Laptops. Da sehe ich eine Hacker-Session auf uns zukommen.
So. Was soll eigentlich diese Zahl links unten bedeuten? 15. Ah, Range. Die hat nur 6. Okay. Da scheint es noch mal nach oben zu gehen. Nö. Nee, da geht's von oben nach unten. Ich muss jetzt erstmal nach oben, weil es hier nicht wieder runter geht. Nochmal nach oben. Wollt ihr mich verarschen? Die Tür ist zwar abgesperrt, aber wir stehen quasi direkt drin und können durchlaufen. Aber das Gebäude ist zu groß. Hier sind wir ganz oben angekommen. Ne, sind nicht ganz oben angekommen. Aber das ist doch bescheuert, dass man da, dass die Türen abgesperrt sind und man da jetzt schon drin steht. Okay, gehen wir wieder runter. Das ist. Dann müssen wir wieder hoch. Eins. Die Tür müssten wir eigentlich öffnen. Ja, klar. Was ist ja ein Schwachsinn. Da hat sich jemand richtig Gedanken beim Design von diesen Dingern gemacht. Ah, okay. What? Dann nehmen wir Vic. Dann schlägt er das jetzt ein. Wie, you are too far, du stehst direkt davor. Was? What the?
aufgesnipert. Gucken wir mal, ob wir das jetzt hier irgendwie so hindeichseln. 120 Punkte Schaden. Der steht jetzt da ganz hinten und ganz dumm. Burst. Der kann da leider nichts machen. Ah! 82, mit ein bisschen Glück. Ne, nicht gereicht. Okay. Nur drei Stück. Puh, wieder ein ganzes Level zu durchsuchen. Nee, brauchen wir nicht. Ich nehme hier auch jetzt nur die Sachen mit, die ich auch tatsächlich brauche. Vom SWAT-Gear habe ich, glaube ich, genug. Die Waffen kann ich auch weghauen. Noch ein Computer. Ich meine, es ist ja schön und so, dass hier jetzt so viel Zeug ist, aber besonders spannend ist das auch nicht. Und das trivialisiert natürlich dann den anderen Spielinhalt. Gerade eine Tür aufgegangen. Huh? Was zur Hölle? Wollen mich verarschen? Es dürften mindestens drei sein.
Der kann anscheinend auch noch nicht mal hinschießen. Kann nicht schießen. Zu wenig Punkte jetzt. Naja gut, wir haben die Tür aufgebrochen. Eventuell haben wir, kommen die jetzt angelaufen, wenn wir das nächste aufbrechen. Komm, ihr seid so blöd. Die könnten wir sogar nutzen, um die da gleich wegzuzündeln. Wenn das mit dem Rauslocken nicht helfen sollte. Abgeschlossen. So, das könnte jetzt das werden. Ach ne, nicht der. Doch der. Das war zu leise. Da müssen wir einmal richtig krachen lassen, damit die von hinten auch rankommen. Paradauts. Na, die stehen zwei auf einmal, zwei aufeinander. Mhm. Tortura. Hm.
Okay, und dem haben sie jetzt die Schussbahn so blockiert, dass er nichts mehr machen konnte. Der muss auf jeden Fall zuerst weg. Neben. Ja. Kann sich da verbinden. Du bist ein Held. Schön. Reload. Reload. Voll. Super. Die nehmen wir auch mit. So. Schauen wir uns den Raum noch an. Batterien. Andere dann mit. Okay. Das wäre dann auch der letzte Charakter, der noch Platz im Inventar hat. Da kommt alles. Zurück. Noch ein Smartphone. Ja. 84. 85. Looten wir das noch und das daneben und dann sind wir auch wieder
voll. Können wir hier noch mit irgendwie voll machen? So. Wieder runter. Downstairs. 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 Na, hier ging es raus. Ja. Der hat hier noch Ammo, die kann er direkt noch übersetzen. Der nächste. Paint Set. Ich habe mich ja noch nicht gesehen. Und Grant. Was wir dann noch machen, ist das Equipment gegen SWAT-Gear auszutauschen. Denn das ist einfach leichter. Können sie ein bisschen mehr transportieren. Zip. So. So, und der eine hatte kaum noch Ammo, aber ich glaube, dafür hatte ich hier irgendwas reingeworfen. Ja, und da ist auch noch haufenweise Scharfschützenmuni. Jo, und wieder zurück. Ach nee, da mussten wir hoch. Dann rüber. Wieder hoch.
Dann nochmal hoch. Da kann man nicht durch, da müssen wir nochmal hoch. Dann das durchkämpfen und dann wieder nach unten. Aber dann ist das hier auch. Ne, da geht's noch weiter nach oben. Okay, dann kann man in diese eine Ebene anscheinend nicht rein. Aber dass die da nach außen ja fett Gegner sind. Ja, das werde ich dann auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Jetzt mache ich erstmal hier Schluss. Bis denn.